Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. Ich freue mich, denn heute werden wir was machen, auf das ich schon ganz, ganz lange hinfiebere, nämlich wir verkaufen unsere Watercooled CPUs in Amar und kaufen uns dann eine Expedition Frigate. Also, ach so, Dailies machen wir auf dem Rückweg, würde ich sagen. Jetzt fliegen wir erstmal los. Amar, bitte. Mal nach Amar aussetzen. 6 Sprünge. Puh, ja gut, können wir ein bisschen PI machen in der Zeit. Wir fliegen von Hand. Sowieso. Das in ein anderes Schiff reingekriegt, in ein kleineres. 2300, wüsste ich jetzt nicht, welches Schiff. Naja, halten wir durch, oder? Halten wir durch. Wir gucken uns PI an. Kein rotes Ausrufezeichen. Wir sind also noch hier gut am Werkeln. Wenn ich dann sowieso einmal online bin, dann beende ich immer einmal die Förderungen. Stelle sie einmal neu ein. Moment, ich muss, glaube ich, das erst abschicken. Dann, achso, nee, dann löscht er das. Na gut, nicht schlimm. Wir haben ja die Zeit. Tage. So. Und bestätigen. So, dann läuft das wieder 3 Tage und wir sind schon im nächsten System. Nächstes PI. Jetzt versuche ich es mal andersrum, indem ich das Förderung beenden mache und Förderung beginnen. Und hier machen wir das genauso. Förderung beenden, Förderung beginnen und abschicken. Dann muss ich das nämlich nicht neu einstellen und es läuft trotzdem für... Keine Ahnung. Und wir nehmen jetzt diesen ganzen vorderen Bereich nochmal mit. Diesen, den wir sonst ja, was weiß ich, nicht mal die Hälfte gehabt hätten. Ich mache das ganz gerne. Aber man weiß ja doch nie, wie oft man dann spielt und ob man doch dazu kommt. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage. So, noch 5 Jumps. Ich hoffe, dass der Preis in Amar ganz gut ist. Wir gucken uns den jetzt hier nochmal an. Hm, hier könnte ich es verkaufen für 2,6. Das ist sehr wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Könnte man tatsächlich drüber nachdenken, dass wir hier mal eine Buy-Order platzieren, eine Systemweite. Damit wir... Mal gucken, für was wir das jetzt in der Markt verkaufen können. Aber ich sag mal, wenn das irgendwo vielleicht so 7 sind oder so, ne, dann könnte sich das schon lohnen. Irgendjemand, der es vielleicht einfach verkauft, nicht groß drauf achtet, sagt, jetzt muss das alles erstmal irgendwie weg. Das könnte schon irgendwo Sinn machen. So, was gilt mir gerade? Expedition Frigates auf 4. Und für unsere Endurance heißt das Folgendes, nämlich Expedition Frigate Boni, 20%, wenn wir es geschafft haben, Bonus auf die Reduktion bei der Dauer vom Eisschürfen. Das ist ja nicht so gut, ne? Und Bonus auf alle Schildresistenzen. Haben wir den Mining Frigate auf 5? Ja, mussten wir. Okay, also mehr als 4 brauchen wir es auf jeden Fall nicht bringen. Hier ist schon eigentlich. Komm, 3 reicht auch erstmal. Ich schiebe das mal nach. Schieb das mal nach unten hier. Dann machen wir erstmal den Hauler da zu Ende. Ist dann schon in Ordnung. 15%. Ja, die Resis sind ganz gut, aber ich sage euch, wie es ist, wenn die anfangen auf uns zu ballern, ist sowieso fast Hopfen und Malz verloren. Also weit darf ich es eigentlich gar nicht kommen lassen. Ich muss vorher verschwinden oder tarnen. Können wir dann mal gucken nach Cloaking. Das brauchte ich doch auch auf... Hallo? Spiel? Cloaking? Erforderlich für auf 5? Ne, auf 4. Covered Ops Cloaking Device, dafür brauchen wir es auf 4. Gut, dann packen wir das mal mit rein. Denn ich möchte gerne die Möglichkeit haben, das zu benutzen, wenn ich es denn möchte. Marktdetails, wir sind immer noch nicht in dem Amar-Bereich. Wir sind... Wo sind wir denn jetzt hier gerade?
Drei Sprünge. Puh, das zieht sich, ne? Rückflug kann ich cutten, wenn ihr wollt. Ist das ein bisschen zügiger. Geldmäßig. Wir haben 32 Millionen. Das reicht für unser Schiff noch nicht. Also wir müssen die Watercooled CPUs verkaufen. Wenn wir allerdings keinen besseren Preis kriegen als 2,5, dann haben wir da ein bisschen auf interstellaren Kies gefurzt. Mal jetzt drüben. Echt ein bisschen anstrengend. System 9,8. Achso, wir sind Türschmokern, okay. Dann ist das. Ja, jetzt müssten wir es gleich sehen, wenn wir hier gesprungen sind. Müssen wir die Region wechseln. So, was gibt's hier? Women's Biosecure, Men's Biosecure. Okay. Noch Heimatstation, bitte. Achso, das kommt von den Dingern hier. Verstehe ich überhaupt nicht. Wieso ist denn... Bitte, irgendjemand erklärt mir das. Warum gehört denn das jetzt... Was sehe ich denn dann nicht? Was für... Muss ich das... Ich verstehe es nicht. Das muss mir bitte irgendjemand erklären. Ich verstehe es nicht. Na gut. So, jetzt Marktdetails. Aha, seht ihr? 7,8. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist schon ganz ordentlich. Jetzt könnte man hier natürlich auch noch so ein bisschen spielen. Das hier vielleicht mit 8,4, 8,3 oder so machen wir aber nicht. Wir verkaufen das für den Preis. Wie viel will der haben? 11.000. Wir haben 3.000 easy. Oh gut, der andere wäre einiges günstiger. Das ist dann auch nicht so schlimm, ne? Und dann können wir jetzt gleich einen Sprung noch. Dann einmal noch schnell zur Station. Und dann konfigurieren wir uns erstmal unser Schiffchen. Das müssen wir allerdings unzusammengebaut lassen. Weil wir müssen es ja in dem in der Iteron wieder zurücktransportieren. Ich kann gerade nichts sagen, hier bohrt einer und ich glaube, wenn ich was rede, dann hört ihr den Bohren. Deswegen wird das jetzt ein Silent Let's Play. Ist eh der neue Trend. Standort andocken. Oh. Kann ich nicht mehr angucken, ne? Ist eine Paladin? Schütz mal, ja. Ne, dieses Ding? Das ist keine Paladin. Schiffe. War das ein Battleship? Ma. Schlachtkreuzer. Schlachtschiff. Ma. Magero. Die Yamaha-Schiffe haben immer sehr viele High-Slots. Die eignen sich immer perfekt dazu, mal ein bisschen zweckentfremdet zu werden und einfach mal was anderes draus zu machen. Das ist auch immer ganz lustig. Ich habe die mal gerne benutzt, um da irgendwelche Gas-Scoop-Harvester oder so zu machen. Das geht schon ganz cool mit denen, weil die so unglaublich viele High-Slots haben, weil die die ja brauchen für die Energy-Turrets. Welche Freude. War böse hier, habt ihr gesehen? Okay, also dann. Wir gucken nochmal, wir müssen verkaufen für 7, 8, 12. Gucken wir das hier rüber, Gegenstände. Verkaufen. 7, 8, 13, ne? Das ist halt Mist. Und da muss ich das hier umstellen auf unverzüglich, dann setzt er das auf den neuesten Punkt und dann können wir das verkaufen für 23 Millionen. Tschüss! So, jetzt gehen wir auf Endurance.
Zack. Gehen auf das hier. Jetzt müssen wir das irgendwie durchsuchen. Endurance ausrüsten. Simulation. So. Zack. Und jetzt können wir uns das nochmal einmal angucken. Also, was wir dann noch brauchen, sind die Scanner Probes. Das sind aber Ladungen. Boah, Scanner Probes. Kann ich da eigentlich, wie kann ich denn da mehr als eins von hinzufügen hier? Steuerung. Mit Shift. Also 25. Ah. 50. Okay. Sind sie teuer? Sind sie nicht? Sehr schön. So, dann haben wir das. Wir haben das. Wir gucken nochmal durch. Also, wir haben zweimal Small Processor Overclocking Unit T1 reingebastelt, damit wir das alles hier fitten können. Wir haben unseren Miner T2, der auf 8,2 Kubik kommt mit der jetzigen Konfiguration. Wir haben ein Improved Cloaking Device. Wir haben den Core Probe Launcher. Nicht hier eigentlich. Naja, geht sogar so. Wir haben einen Service Scanner Nummer 2. Da könnte man theoretisch einen Einer nehmen. Ne? Das ist gucken, wie der Unterschied ist. Service Scanner. Wollen wir ein bisschen sparen? Ein bisschen sparen wir. Ne? Dann nehmen wir einen Service Scanner 1 rein. Schule. Survey Scanner 1. So, haben wir schon mal wieder ein bisschen gespart. Dann ein Multispectrum Shield Hardener ist drauf. T2, der ist bestimmt auch teuer. 2,8 Millionen. War auch gegen T1 eintauschen. Multispectral Shield Hardener. So. Wird immer günstiger hier. Improved Cloaking Device, da kommen wir nicht gegen an. Mining Laser Upgrades T2 brauchen wir auf jeden Fall auch. Medium Shield Booster lasse ich mal drin. T2, Warp Core Steps T2 lassen wir auch drin. Small Shield Extender ist drin. Ah, das ist schon alles in Ordnung, ne? Den Hardener. Wir gucken mal. 5,5 Effekte VP. Entfernen gegenüber 5,8. 300 HP, machen die den Unterschied? Pass auf, wir nehmen das mal so mit rein. So, können wir eigentlich inzwischen overclocken? Das wäre auch nochmal interessant. Geht denn das overclocken? Overheaten? Overheaten? Okay, wir gucken anders. Wir Nanite. Repair Paste. Repair Paste. Hier. Braucht man nichts für, ne? Also man kann die Module auch überhitzen und dann nehmen die Schaden langsam. Und wenn man dann Nanite Repair Paste dabei hat, dann ist auch eine Ladung, ne? Dann kann man die wieder reparieren. Nanite Repair Paste. Und davon nehmen wir mal, keine Ahnung, was Gutes. 100. Ich glaube, 100 ist ein bisschen wenig. 900. Das ist das, ja, das ist Mist. Das ist ein bisschen viel. Aber war das doch in Ordnung mit 100, würde ich sagen. Habe ich jetzt gerade den Faktor übersehen. So, Nanite Repair Paste haben wir auch noch drin. Die Drohnen haben wir drin. Hobgoblins 2 sollten wir auch machen. Das ist in Ordnung. Service Scanner, Multispectrum, haben wir. So, im Low dann Mining Laser Upgrade 2, Mining Laser Upgrade 2 und Warp Core Step als letzte Möglichkeit, vielleicht dann doch nochmal aus einem Warp rauszukommen. Was ich jetzt noch mitnehme, ist eine ECM-Drohne. Weiß nicht genau. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal googeln, wie die heißen. Hornet EC300-Drohne. Also die Hornet EC300 Drohnen kann ich gar nicht, weil mir dafür ein bisschen was fehlt. Okay, Electronic Warfare auf 4 und Advanced Drone Avionics. Gut, dann lassen wir die hier. Ansonsten sind die immer ganz spannend, davon nochmal eine mitzunehmen. Wir hätten ja auch hier auch noch ein bisschen, also wir hätten eine über. Wir könnten also eine Hobgoblin gegen eine austauschen, mache ich jetzt nicht. Das sind ECM-Drohnen, die eine gewisse Chance haben, die hier auf Gravimetric Sensor erhöht. Also man kann dann die Chance haben, hier sieht man es auch nochmal, Zielstörsenderstärke.
dass man die Zielaufschaltung oder die, dass die Drohne die Zielaufschaltung kurz abschaltet bei den Gegnern, dann verliert der Warpcore-Step quasi sein Ziel oder der Jammer, der Warp-Disruptor verliert sein Ziel und dann kann man kurz auch nochmal abhauen. Ist auch nochmal so ein Rettungsanker vielleicht. Kann ich jetzt aber nicht, also lasse ich das. Gut, so, alles kaufen, 38,8. Wir gucken mal, wo kommen wir wirklich raus. Ja, mit nicht mal 38, ne? 43 haben wir so viel. Ja, wir haben 56. Dann kaufe ich das jetzt. Zack. Sehr schön. Möchten Sie wirklich fortfahren? Ja. So, und dann nehmen wir das alles hier entsprechend mit. Und was ich jetzt noch mache, ist Folgendes. Da gucken wir uns gleich noch an die Targets oder die Dailies. Wir nehmen die hier noch raus. So, und dann nehmen wir rein Inertia Stabilizers 2 und Overdrive Injector Systems 2. Zack, zack, zack. Und dann sollten wir ein bisschen schneller unterwegs sein. Naja, so richtig toll ist das aber immer noch nicht. Was haben wir jetzt für eine Zeit vom Stillstand bis zum Warp? 9 Sekunden. Okay, was hatten wir? 12. Naja, ein bisschen zumindest, ne? Machen die das wieder schlechter? Nee. Okay. Gut. Dann Rückflug. Nein. Hierhin. Hier, Mani, Kurs setzen. So, und jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin natürlich so ein Papierschiffchen. Ich habe 40 Millionen drin. Dafür wird jetzt keiner hier an der Station uns blöde kommen. Allerdings gibt es das alles und gab es das alles schon. Das heißt, ich sehe zu, dass ich hier möglichst zügig erstmal aus diesem, ja, ich sag mal, relativ hochfrequentierten Bereich rauskomme. Können ja mal gucken. Der Local hier mit 236 ist schon sehr, sehr gut besucht. Nicht Jita, aber so für ein normales System bzw. so ein Hub-System ist das schon in Ordnung. Gut, ich würde sagen, ich cutte den Rückflug raus. Bei den Sprung machen wir da vorne noch. Es wäre jetzt ärgerlich, ich pausiere das jetzt und dann werden wir ins Ei geschossen. Oh, für 40 Millionen, ne? Ich habe das Schiff nicht dabei. Ich habe mich schon gewundert, warum das... Ja, das Schiff ist natürlich nicht bei Gegenständen. Dann würde ich doch nochmal zurück. Classic. Classic. Ja. Dann, ich würde sagen, ich cutte jetzt dann doch nochmal raus. Ich hole das Schiff und wir fliegen nach Mani. Dann können wir da noch ein paar Dailies machen. Bis gleich. Gut, und es ist alles hervorragend gelaufen. Keiner hat uns ins Ei geschossen oder ähnliches, sondern wir sind einfach nur hierher geflogen. Gar nichts Wildes. Und ja, ich freue mich drauf. Wir bauen das Schiffchen jetzt zusammen und dann werden wir zusehen, dass wir wenigstens noch zwei Dailies hinkriegen für den Bonus. Und dann war es das auch schon fast wieder mit dieser Folge. Hat alles ein bisschen länger gedauert, aber so ist Eve nun mal. Schnell ist schnell und Eve. Nein, nein. Wie machen wir das am besten? Räumen erstmal den Kram hier weg. Fitting. Dies, das, dies, das, dies, das, dies, das. Da können wir gleich gucken, ob wir das benutzen können. Dies und das, dies und das. Haben wir an. Bauen Sie 2000... Huch, wieso habe ich denn nur... Naja, so. Ansonsten stellen Sie einen Gegenstand her. Nee. Okay, machen wir. Also, dann stellen wir einen Gegenstand her. Das lasse ich jetzt da mal drin. Starten, das ist der eine. Dann holen wir die Endurance rüber und die ganzen anderen Sachen hier hin. Schiff auswählen, Endurance. Unser erstes T2-Schiff, wenn ich mich nicht irre.
Schiff zusammenbauen und wir nennen das Ding Small Wreck haben wir schon, ne? War trotzdem eine gute Idee. Mach ich wieder. Achso, später war dann der falsche Knopf, ne? Namen ändern. Small Wreck. Bestätigen. So, Small Wreck, wir gehen rein. Und da ist es. Sieht gut aus, ne? Hier hinten läuft irgendwas, bewegt sich. Schick. Dann müssen wir reinmachen den Miner. Zweimal Mining Laser Upgrade. Core Scanner Probes machen wir gleich. Nanite Repair kann hier schon mal rein. Das brauchen wir alles nicht. Die beiden Prozessor Units, jawohl, die können nicht wieder entfernt werden. Medium Shield Booster, Small Shield Extender. Warte mal, wir machen mal das hier hin, das dahin. Warp Core Scanner Probe. Den Rest machen wir hier rein. Dann haben wir, das brauchen wir nicht, Multispectrum Hardener. Gefällt mir nicht von der Reihenfolge, gefällt mir so besser. Improved Cloaking Device, Warp Core Stabilizer und die Drohnen. Fertig. Okay, so, das hätten wir. Und ich würde sagen, wir machen unser anderes Daily Goal, die 2000 Einheiten, jetzt einfach in dem Schiff. Frostline. Steht da? Auf Or? Kann es nicht richtig lesen. Und hier haben wir doch irgendwo schon mal einen Weltpunkt gesetzt. So, das Ding ist eigentlich super zügig im Warp. Naja, das dauert jetzt ein bisschen länger, weil wir hier aus dieser anderen Bewegung kommen. Ich will ja mal gucken, weil Warp Time 4 Sekunden. Also 4 Sekunden ist nicht viel. Dafür ist unsere Drohnenreichweite etwas verringert. Das passiert, glaube ich, durch den Warp-Core-Step, ne? Oder ich kann weniger weit aufschalten oder irgendwie so. So. Feldspar. Und Lasern. So. Dann mache ich mal schnell einen Screenshot. Und während ich den Screenshot machte, wurden wir angegriffen oder werden wir angegriffen von einem Sunshine-Minion. Der ballert jetzt hier ein bisschen auf uns, das interessiert uns aber relativ wenig. Trotzdem, also ich bräuchte nicht mal die Drohnen rausholen, ne? Da ist er. Aber können wir schon mal machen. Also Launch Drones, Ziel aufschalten. Es dauert. Tatsächlich ist kein Kampfschiff. Und das mache ich mir hier ein bisschen größer. So, ich wollte alle launchen hier. Omega-Monats-Fortschrittsbelohnung, ja, sehr schön. So, ehrlich, ich kann nur eine Drohne launchen? Ehrlich? Wir können nur eine Drohne rausholen. LOL. Okay, das hatte ich schon wieder vergessen. Na, dann müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da eine Med-Drohne reinpacken können, ne? Wie viele Bandbreite die nimmt, das weiß ich jetzt nicht. Okay, das gucken wir uns fürs nächste Mal an. Bergbau, Frachtraum 4900. Wir haben also unser Ziel schon erfüllt. Die Drohne kommt wieder rein. Wir können das auch wieder ausmachen. Wir gucken hier einmal rein. Also zwei Ziele erfüllt und den nächsten Skin freigeschaltet. Sehr schön. In Summe dann tatsächlich schon 9 Millionen und 60.000 unallocated Skill Points. Wir wollen ja hierhin 150, das wäre das Ziel. Mal gucken, ob ich das schaffe. Zurück zur Base. Wie sind die Ziele jetzt fürs weitere Vorgehen? Ich gucke direkt mal hier ins Sondenscanner. Hier wäre wieder nichts. Also Ziel ist tatsächlich ein Wurmloch finden. Reingehen, Arkonor finden oder ähnliches und mal schön den Bauch voller Arkonor machen. Einfach nur, weil wir es können. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mit dem Schiff als nächstes machen möchte. Und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Bock drauf. Ansonsten schreibt mir gerne, wenn ihr sagt, Mensch, machen wir das oder jenes oder dieses. Können wir es auch gerne machen. Aber jetzt haben wir uns das hier gekauft und jetzt müssen wir es natürlich auch erstmal benutzen.
So, zurück in der Base sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wie immer in Eve, fly safe, bis dann. Tschüss.